Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger! Naruto prallte wochenlang offen mit seinem Sieg gegen Broccoli. Sein Lächeln verschwand, als er hörte, dass ein neuer Bösewicht die Kräfte und Absichten von Broccoli geerbt hatte. Dieser hatte allerdings einen Namen, der tiefer im Optionsmenü versteckt war. Ja, beim letzten Mal sind wir als Naruto stehen geblieben. Wir werden auch dieses Mal als Naruto spielen. Und da ich heute Geburtstag habe... Achso, by the way, es gab ein Update, ein Winter-Update, deswegen ist hier jetzt alles in... in Schnee gehüllt und die ganzen Diener haben solche Zuckerstangen statt Schwertern. Ist das nicht alles wunderschön? Achso, die Katzen haben anscheinend auch Weihnachtsmützen auf. Das finde ich sehr schön. Vor allem diese Katze hier ganz rechts, die finde ich am schönsten. Die einfach gar nichts sieht. Die denkt sich einfach nur, oh ja, Schnee, schön, schön das Gesicht reinhalten. Naja, auf jeden Fall, ich habe heute Geburtstag und da habe ich mir überlegt, dass wir heute einfach mal ein bisschen Bier verteilen an alle meine Geburtstagsgäste. Und das war hier irgendwo, nicht wahr? Mal gucken, wenn man den rechten... Ach so, warte mal. Ich komme gar nicht nach oben. Siehst du, meine Gäste warten schon auf ihr Bier. Du hast aber schon mal Bier bekommen. Du trinkst zu viel, Gerd. Du darfst nicht noch ein Bier haben. Ich habe leider gar keinen Plan, wie ich da hinkomme. War hier das Bier? Ah, hier ist das Bier. Okay, so. Und jetzt müssen wir nur noch den richtigen Schalter umlegen. Ich glaube, das war der hier. Der dunkle Stein veranlasste Naruto, den falschen Hebel zu drücken und verwandelte seinen Körper in eine perfekt flache Matte. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt neuer Tod war, aber gut. Doch, es war tatsächlich sogar neuer Tod. Nachdem sich Naruto irgendwie erholt hatte, beschloss er, die Stimme in seinem Kopf zu ignorieren, keine extremen Entscheidungen mehr zu treffen und stattdessen einen Mittelweg anzustreben. Okay, also nicht mehr als Naruto, sondern als komisches Etwas werden wir uns jetzt das Bier holen, denn wir wollen unsere Gäste ja nicht sitzen lassen auf trockenen Kehlen. Okay, auf ein neues. Ich weiß leider trotzdem nicht mehr, wo das Bier drinne war. Also das eine Schild sagt, nur eines der Schilder in dieser Kammer lügt. Und wir haben hier rechts noch ein Schild und auf diesem steht, die Truhe auf der linken Seite enthält etwas Verderbliches. Das könnte das Bier sein. Und die auf der rechten Seite enthält etwas Dunkles. Das könnte dieser dunkle Stein sein. Hier oben ist halt, oh Gott, okay, da ist halt auch noch ein Schild. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier das Schild war, das gelogen hat. Dies war nicht der richtige Hebel. Ja, also dieses Schild hier lügt. Das heißt, hier müsste das Bier drin sein. Das Bier ist halt verderblich, wie das Schild schon sagt. Das heißt, wir müssen gleich ganz schnell zu unserem Ziel. Und ich habe mir überlegt... Komm, wir nehmen kurz das Bier. Ich hoffe, ja, es ist das Bier. Okay, so, das ist sehr schnell verderblich. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell los. Nicht gegen die Stacheln duddeln. Und zwar möchte ich damit gerne zum Mimik. Denn den hätte ich sehr gerne auf meiner Party, to be honest. Wie schnell das Bier einfach verdirbt. Oh mein Gott. Mimik, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen. Ich hoffe, du hörst mich schon. Aber bitte, kommen Sie zu meiner Geburtstagsparty. Ich habe auch Bier. Ach gut. Dieses Mimik war nicht böse. Es war nur durstig. Das mitgebrachte Bier von ekelhafter Kreatur, das sind wir, war alles, was nötig war, um es zu besänftigen. Ja, es war endlich ruhig. Sieht nicht ruhig aus. Aber Junge, dieser Held sah unglaublich lecker aus. Oh nein, bitte, ich will doch nur, dass du zu meiner Geburtstagsparty kommst. Aber du würdest doch kein Freund essen, oder? Oh, jetzt kommt's gleich wieder. Bitte schrei nicht wieder so wie früher, ich weiß es doch. Oh nö. Spannungspunkte. Das sind nur Spannungspunkte. Sie ist jetzt eine unserer Freunde und sie kommt auch zu unserer Geburtstagsparty und alles ist toll. Diese Punkte haben gar nichts zu bedeuten. Haben wir schon mal zwei Gäste auf unserer Geburtstagsfeier. Das kleine lila Kästchen und das Mimik. Ekelhafte Kreatur machte sich Sorgen, dass sein neues Haustier wieder durstig werden könnte und verließ sein Haus auf der Suche nach Getränken und Abenteuern. Oh, wir haben jetzt ein Haustier. Ja, wie geil! Er ist jetzt nicht. Das Mimik ist nicht nur auf meiner Geburtstagsparty ein Gast gewesen und wir sind jetzt nicht nur Freunde. Nein, es ist jetzt auch mein Haustier geworden. Wie gut ist das denn? Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja, Leute, einfach mal Leuten Bier geben und dann findet man neue Freunde und Haustiere. Gut, die nächste Person, die ich natürlich einladen will, neben diesen ganzen Katzen, die wohnen sowieso schon bei mir, Leute, die kommen auch alle, möchte natürlich auch noch die Prinzessin zu mir einladen. Oh, liebenswerte Prinzessin, würden Sie mich auf meine Geburtstagsfeier begleiten? Sie sagen ja? Okay, gehen Sie schon mal vor, ich werde nachkommen. Solch ein effizienter Held, ekelhafte Kreatur, hat die Prinzessin in 0,005 Sekunden geliefert. So, nachdem wir die Prinzessin jetzt wohlbehalten zu Hause abgegeben haben, fehlt eigentlich nur noch eine Person, die wir einladen müssen. Ich wollte eigentlich den dunklen Lord einladen, aber der lässt sich leider nicht einladen, weil er kein Bier haben will. Also müssen wir dieses Bier hier leider wen anders bringen. Eigentlich wollte ich den gar nicht einladen, weil ich ihn ein bisschen schnödelig finde.
aber es lässt sich wohl nicht ändern. Und deswegen geht unsere letzte Einladung und das letzte Bier an den König. Ekelhafte Kreatur hatte sich wirklich den Arsch aufgerissen, um dem König das Bier rechtzeitig zu liefern. Leider mochte er kein warmes Bier und ließ ekelhafte Kreatur verhaften, weil er die Lebensmittelqualitätsstandards des Königreichs nicht eingehalten hatte. Da macht man sich so viel Sorgen um seinen Lord und möchte ihn zu seiner Geburtstagsparty einladen. Und er sagt nein und sperrt dann sogar den Käfig dafür. Das finde ich nicht gerecht, Leute, das finde ich nicht gerecht. Naruto musste jahrelang für die gesamte Armee brauen, um seinen Fehler auszugleichen. Heute war er endlich bereit, die Brauerei zu verlassen und seinen Geburtstag grandios zu feiern. Ey, wir sind jetzt ein Koch. Okay, das finde ich sehr gut. Na, Mimik, geht's dir immer noch gut? Okay, ich musste ein paar Jahre im Gefängnis verweilen, weil ich schlechtes Bier gemacht habe. Aber jetzt bin ich der beste Bierbrauer der Welt. Und die Geburtstagsfeier heute wird die allerbeste aller Zeiten. Ihr Kätzchen seid natürlich trotzdem alle eingeladen. Miau, miau, miau. Leider schien die alte Prinzessin aus unerklärlicher Weise während meiner Abwesenheit über das Königreich niedergeregnet worden zu sein. Weswegen diese leider nicht mehr lebt. Und ich aber Glück habe und eine neue Prinzessin im Schloss des Dunklen Lords herangezüchtet worden ist. Und hallo, werte Prinzessin. Ich weiß, Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nicht, aber Sie sind bestimmt meine ganz große Liebe. Wollen Sie zu meiner Geburtstagsparty kommen? Was soll das heißen, Prinzessin? Sie finden das merkwürdig, dass ich Sie hier einfach aufgabel und zu meinem Geburtstag einlade. Wie, wir kennen uns gar nicht und sollen doch verliebt sein? Doch, doch, Prinzessin. Das ist richtig. Wir sind beste Freunde und lieben uns. Nein, Joke. Sorry, Prinzessin, aber ich liebe jemand anderen. Die Prinzessin Manata zu opfern war genau das, was das Königreich brauchte. Die Götter freuten sich und es begann zu regnen, wodurch die Felder wieder fruchtbar wurden. Das Königreich wurde gerettet. Yes. Ökologe. Oh Götter, nehmt unser bescheidenes Opfer an und gebt uns das Wunder des Regens, schrie Naruto von zu Hause aus. Und damit war der Weg geöffnet für seine wahre Liebe, die er einladen möchte. Und diese große Liebe war natürlich niemand Geringeres als der Dunkle Lord himself. Ich liebe dich, Dunkler Lord. Bitte komm zu meiner Geburtstagsparty. Ich hab sonst niemanden. Nach einiger Zeit mit die Prinzessin bemerkte Naruto, dass er stärkere Gefühle für jemand anderen hatte. Oh, lila Herzen. Und Brokkoli erwiderte diese. Sie lebten glücklich in der dunklen Festung und adoptierten zwei dunkle Kinder und einen dunklen Hund. Oh, bester Geburtstag aller Zeiten. Es ist normal, dass viele Paare Probleme haben, wenn sie zusammenziehen. Narutos Romanze klappte nicht und einige Zeit später war er wieder in seinem schmutzigen kleinen Zuhause. Aber um seine Liebe zu beweisen und ihr noch eine Chance zu geben, machte er sich auf den Weg zum dunklen Lord, seiner einzig wahren Liebe, die ihm seine Jungfräulichkeit an seinem Geburtstag genommen hat. Naruto wusste, er musste irgendwas tun, um dem dunklen Lord seine Liebe zu beweisen. Aber dann bemerkte er einen riesigen grünen Pflanzengedünsels, was wohl wegen dem Tod der Prinzessin hier hingelangte. Und er sah oben auf dem Gipfel. Oh. Ist gar kein Ei. Ist irgendein Gefährt. Hallo. Komischer Bus. Und so steigte er in den Bus ein. Und, ohne zu überlegen, bestieg Naruto diese Flugmaschine. Es waren ungefähr 100 verärgerte Leute drin, die sich gegenseitig mit Hass ansahen. Dann fing der Fahrer an, alle ohne ersichtlichen Grund durch die Hintertür hinauszuwerfen. Battle Royale. Ah, okay. Das ist eine Anlehnung an Fortnite. Sehr interessant. Aber ich wurde gerettet von einer netten kleinen Kreatur namens Möwe. Okay, das war jetzt eher zufällig. Die meisten Passagiere starben nach dem Aufprall auf den Boden. Andere benutzten ihre Hühner, um den Sturz zu verlangsamen und suchten nach Waffen, um die verbliebenen Überlebenden zu töten. Was ein dummes Prinzip. Naruto ging einfach nach Hause und versteckte sich unter seinem Bett, bis keine Schüsse mehr zu hören waren. Battle Royale ist so ein komischer Modus. Holy moly. Ein Glück haben wir Mimik, der hat die bestimmt alle aufgefressen. Naja, Naruto wusste zumindest, dass er den dunklen Lord irgendwie besänftigen musste, damit er wieder seine Liebe entfachen konnte. Und so machte sich Naruto wiedermals auf den Weg, um den dunklen Lord zu beweisen, was für ein böser Junge er ist. Stahl er sich das Missile-Bomben-Raketending vom Shopkeeper und ging sogleich damit zur Rakete, die dieses Missile zum Shopkeeper abschießen sollte, um damit den dunklen Lord zu beweisen, wie böse er doch eigentlich ist. Feuer! Dieser Atomsprengkopf war zu köstlich, um ihn zu verschwenden, also brachte Naruto ihn zu einer ganz bestimmten Kanone und freute sich über die Ironie, dem Ladenbesitzer seine Waren auf so besondere Weise zurückzugeben und damit hoffentlich die Liebe des dunklen Lords wieder zu entfachen. Naruto wachte mit einem sadistischen Lächeln auf und war bereit, mehr Menschen zu helfen.
und hoffte, dass der dunkle Lord ihn damit verzeihen würde. Und wie diese wunderschöne Geschichte weitergeht, sehen Sie beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Revenger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschö, tschö.